Der besondere Reiz ist, dass man hier ein super Festival hat, 42 Stunden unter Gleichgesinnten und dann wirklich auch sich austoben kann an den Maschinen hier, wo man ja sonst eigentlich nicht rangelassen wird. This event is rather unique. I've never seen a place where you can hack on industrial robots, where you can apply your ideas on a real factory. It's cool. Ist mittlerweile mein fünfter Hackathon, aber mein erster mit richtigen Maschinen, wo man dann auch was machen kann. Ich finde es krass, wie groß das hier alles ist, also diese 12.000 Quadratmeter, die hier vorher angesprochen wurden. Das ist echt total riesig, wenn man von da oben mal runter guckt. Das sieht krass aus. Wir brauchen wirklich junge Leute aus der ganzen Welt hier in der Region, die mit uns gemeinsam an den Themen der Industrieautomation arbeiten. Die Leute fühlen sich hier wohl, die kriegen Massagen, die kriegen tolles Essen. Wir haben Science Slam dabei. Wir sorgen wirklich für so ein Rundum-Sorglos-Paket. Sind jetzt nicht nur Programmierer oder Informatiker, sondern dabei Architekt dabei, Designer sind dabei, Elektrotechniker. Dieses große Spektrum an Leuten, die sich dann zu Teams zusammenführen, das ist, denke ich, das Spannende und auch das Besondere an dem Hackathon hier in Lemgo. Der größte Reiz war eigentlich erstmal mit ganz vielen Entwicklern zusammenzukommen, auch so ein großes Brainstorming zu betreiben und überhaupt erstmal die Industrie so kennenzulernen. Das hatte ich bisher nicht. Ich finde es besonders spannend, weil viele junge Menschen, die mit der Computerwelt aufgewachsen sind, hier den Versuch unternehmen, mit Industrieanlagen und Computertechnik neue Ideen hervorzubringen. Man sieht halt so viele verschiedene Möglichkeiten, kann die auf verschiedene Problemstellungen übertragen. Da rattert es bei mir im Hirn. Es ist einfach eine unheimlich gute Gemeinschaft. Es macht einfach Spaß, hier zu sein. Es gibt keinen Grund, dieses Event nicht zu unterstützen. Es ist natürlich etwas, das Ausdruck auch von Forschung und Lehre, die wir am Standort lehren und auch in die Praxis umsetzen.